einem neuen Video. Heute spielen wir ein kurzes Psycho-Horror-Game, das heißt Psalm 5, 9 bis 13. Auf jeden Fall scheint das wohl irgendwie ein Bibelvers zu sein, da sind wir uns noch nicht so sicher, was es damit auf sich hat. Und da ist man halt in der Ego-Perspektive im VHS-Style und wird da von irgendeinem so dunklen Wesen oder so gejagt. Mehr weiß ich auch noch gar nicht, mehr ist auch, glaube ich, gar schon nicht schon wieder mehr. Verfolgen? Ja, irgendwie so eine Verfolgung wieder und halt dunkle Ambiente und ja, creepy halt. Und das Titelbild sah auch schon creepy aus. Jetzt sind wir hier im Menü und das ist irgendwie ganz cool aufgebaut, finde ich, weil hier ist einfach so ein Buch. Ja, das sieht echt cool aus. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt gerne einen Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Das würde uns sehr freuen. Und nicht lang schnacken, rein in den Nacken, keine Ahnung. Kopf in den Nacken. Seid ihr christlich? Ich glaube an keinen Gott. So. Aber also ich glaube schon, dass es was Höheres gibt auf jeden Fall und so. Also ich, so ganz abgeneigt bin ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Gott und Jesus. Ich kann mir da nicht wirklich was drunter vorstellen. Ja. Oh, jetzt stehen wir auf. Okay, geht schon direkt los. Also man sieht hier schon diesen VHS-Style. Ja. Warte mal, irgendwie ist... Ja, die Steuerung ist so, guck mal, wenn ich die Maus so neige, ist man direkt irgendwie so um die Ecke irgendwie so, oder? Bilde ich mir das ein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Steuerung mega ekelig. Man kann hier nicht so... Und man ist richtig langsam. Das hasse ich ja so sehr im Horrorspielen. Es hört sich direkt schon so schlimm an. Ja, und das Bild ist so richtig... Warum fängt das denn jetzt schon... Nein! Warum fängt das denn jetzt schon so an? Ich muss direkt schon mein Bein hochmachen und es festhalten. Tut mir leid. Alles gut. Was ist das? Kannst du die Kiste aufmachen? Ja, warte. Irgendwas ist hier doch die Kiste. Ach, da ist eine Kiste. Ich finde, da ist irgendwas Gammeliges drin. Ja, eine vergammelte Bolognese. Ah, unsere Hände sind rot, oder? Sind unsere Hände blutig? Oh, sind komplett abgefuckt. Kannst du die Kiste aufmachen? Nee. Okay. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie die Steuerung geht. Okay, ich habe das Alte Testament gelesen. Ziemlich makaber, aber interessant und informativ. Okay. Ja, ich habe die Bibel auch gelesen. Hast du? Ja. Komplett? Ich habe auch mal was daraus gelesen, aber... Ja, also ich habe die gelesen und ja, man muss ja nicht alles so wörtlich nehmen, ne? Nee. Also ja, das ist ja sowieso auch viel nicht. Symbolik, denke ich mal. Ich meine, man kann die verschieden interpretieren, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, so. Also allein schon da, was so die Leute halt glauben und was da drin steht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall lesenswert, würde ich sagen. Weißt du, wie wir aussehen? Ja. Wie einer von Outlast, der da gefangen ist und gefoltert wurde und so. Stimmt. Oder von From the Darkness auch so einer. Oh ja. Ach, hier kann ich was machen. Ja, wir wurden eingesperrt irgendwie. Sehr merkwürdig. Ich musste auf irgendwas Besonderes zoomen. Da rechts, neben der Spüle rechts steht... Ah, nee, das ist eine Bierflasche. Ich dachte, da steht irgendwie so ein Walkie-Talkie. Ah. Ach du Scheiße, okay. Okay. Jetzt geht die Tür auf. Warum fängt es denn direkt schon so an? Warum ist da ein Kopf im Topf? Ein Kopf im Topf. So, jetzt müssen wir hier das nächste creepy Zeug finden, oder was? Wir müssen achten, die Tür kann man, denke ich, wieder nicht aufmachen, oder? Warte, ich gehe da mal hin. Mal länger durch. Auf dem Boden. Was liegt denn da? Scheiße. Ist der Fernseher angegangen. Oh ja.
Ey, was ist mit uns los? Keine Ahnung. Ja, okay, das haben wir gefunden. Wir müssen immer creepy Sachen finden, die angucken und dann geht's weiter. Ja. Okay, was ist da? Ist das ein Kinderzimmer? Nee. Nee, das sind nur Bauklötze und Spielsachen. Der hat ja große Hände, das ist wirklich. Creepy Puppe. Oh, das ist komisch. Oh. Ja, was war das? Sieht aus da wie so. Da links ist doch was an der Wand. Oh nee, ist nur ein Schatten. Okay, wo ist hier das creepy Shit? Da vielleicht an dem Ding. Ja, da ist doch was mit dem Ärmel rechts, oder? Sieht das nur so aus. Mhm. Was ist das denn? Ja, okay. Guck mal in seinen Schatten an. Ah, hier liegt was, die Fernbedienung. Da kannst du. Ja. Im Wald, okay. Mit einem Auto fahren wir irgendwie im Wald. Vergraben. Oh, wir sehen irgendwas. Wir vergraben da irgendwas. Ja. Irgendwas auf jeden Fall. Da war was neben dem Sofa. Da ist ein Kopf nach unten gegangen gerade. Da war einer. Ja. Hallo. Guck weiter das Video weiter. Geh mal mir ein bisschen weiter zurück. Ich hab voll Angst. Da war einer auf jeden Fall. Das war ekelhaft. Sieht man jetzt gleich, was wir da vergraben haben? Ja, das wiederholt sich immer wieder. Okay, dann können wir weggehen wieder. Hast du umgeschaltet? Mhm. Oh, war das was? Das war das schwarze Bild. Da. Kannst du auf das schwarze Bild machen? Die Hütte von hinten jetzt. Hier geht das Licht aus, ne? In diesem Zimmer. Ja, los, geh rein. Was ist das? Ein Ofen oder was war da? Ja, ein Ofen. Ja, stimmt, ist ja von außen auch ein Ofen. Ein Schornstein gewesen. Boah, da sieht das aus wie auf so einem Ausguck-Dings, wie bei diesem Einspiel, wo wir waren. Einmal war ich doch auch von vorne. Ja, jetzt fängt das wieder von vorne an, glaube ich. Ja? Ja. Schalt mal wieder um. Der war voll neben dem Sofa, glaube ich. Der? Das. Dreh dich um! War. Hinter dir! Nee? Ist hinter mir was? Weiß ich nicht. Ich hab nur was gehört. Nee, guck in die Richtung, wo wir noch hin müssen. Steht da was hinter der Tür? Oh, jetzt ist die Fernbedienung auch weg. Hinter? Ja, dachte ich, aber nee. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, was das Video jetzt zu bedeuten hatte. Die Fernbedienung ist jetzt auf jeden Fall weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ, den wir hier spielen, irgendwie betrunken ist oder irgendwie benommen ist oder so. Und der ist ja auch voller Blut. Ja, ich glaube, die Person, vor der man sich hier in Acht nehmen muss, sind wir selber. Ja. Ich glaube, wir sind die crazy Person. Da sind Kakerlaken oder so. Oh, jetzt piept hier irgendwas. Ja, im Spiel. Also im Spiel, ja. Ah, der Wecker. Warte. Ja, okay, ich kann nichts machen. Kannst du da ranzoomen?
Das ist ein Totenschädel. Warum so groß? Das sieht aus wie ein Trollschädel. Das sieht aus wie so ein Affenschädel. Ich riesig. Eigentlich. Ja, okay. Ja, versucht jemand reinzukommen. Hinter uns ist was. Ja, nee. Was denn? Ich höre irgendwas Ekeliges. Oh, egal. Das sah aus wie ein Clown. Ja. Ich verstehe das hier, dieses ganze Prinzip hier noch nicht. Ich glaube, es gibt kein Prinzip. Ich glaube, es schockt uns einfach nur. Achso, das sind wir. Ja, geh weiter. Ja, die Musik wäre jetzt auch so ekelig. Oh, da ist eine Taschenlampe. Oh, okay. Das ist aber freundlich von dir. Und jetzt gleich bam. Ja. Ja, damit wir schön durch den dunklen Raum da gehen können. Yippie. Was ist hier denn passiert? Guck mal, jetzt haben wir schon die Taschenlampe gekriegt, wie in dem Video. Ey, die Steuerung ist echt ekelig. Ich muss es echt nochmal sagen. Also so, man kann sich hier nicht wehren, weißt du, es gibt ja so smoothe Steuerung, also wenn man so richtig schön steuern kann. Hier ist es so ekelig. Ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass uns hier nichts angreift und wir verfolgt werden. Ja, dann Quarkacke. Aber hattest du nicht gesagt, hier wird man verfolgt? Ja, so ein, ich weiß nur, dass da hier diese Gestalt, die wir da gesehen haben, dass die uns irgendwie so jagt hier. Ich weiß nicht, ob das nur mit Jumpscares ist oder ob wir auch mal wegrennen müssen. Okay. Alles klar. Musst du da noch näher ran und hier das angucken, damit es aufploppt? Ja. Oh, so eine Maske. Ich frage mich nur, ob das irgendwie auch so eine Story hat. Auf jeden Fall ist das ekelig, dieser Sound hier. Was machen wir eigentlich immer? Ich habe Angst ein bisschen. Ach, da ist wieder ein Schädel. Okay. Was hat das bedeuten? Jetzt guck noch mal den Mann an, die Maske da. Okay. Kannst du kriechen? Nee, ne? Nee. Jetzt ist auch wieder alles weg. Langsam. Boah, ich hatte das mal, als ich jünger war, dass ich auch irgendwie so paranoidmäßig so eine dunkle Gestalt manchmal gesehen habe. Ja. Und dann dachte ich, da wäre was. Aber, und dann hatte ich auch irgendwie immer so ein komisches, als ob ich so einen Tinnitus hätte. Immer wenn ich dachte, ich würde die irgendwo sehen, weißt du? Und wenn der Tinnitus aufgehört hat, dann... Oder nee, der Tinnitus hat erst aufgehört, nachdem ich mich so umgeguckt habe und geguckt habe, wo diese schwarze Gestalt ist. Echt? Und als ich die gefunden habe, hat der Tinnitus aufgehört. Ja, ich weiß nicht. Im Traum? In echt. Wie, also, wenn es dunkel war? Nee, allgemein. Irgendwie... Es irgendwie zu einer bestimmten Tageszeit, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, ist glaube ich 2-3 Mal passiert. Ich habe gedacht, da war das kurz. Okay. Und dann hattest du einen Tinnitus und dann wirst du wieder gesehen. Ich hatte einen Tinnitus, dann habe ich mich umgeguckt, habe irgendwo kurz so was schwarz gesehen und dann war das weg direkt und dann hat mein Tinnitus aufgehört. Ah, aber krass. Ja, ich habe immer wilde Albträume gehabt. Ja, ähnlich wie hier. Oder auch so ähnlich wie gerade in Shinkansen. Was? So Albträume, wo sich so Sitze verschieben und ich wegrennen muss. Und das dann, hättest du sowas Krasses. Ja, und dann, dass ich langsamer werde und wegrennen muss, aber dann ganz langsam renne und so und dann wieder schnell und so voll Quälerei. Meine Albträume waren immer komplett, realistisch. Also die schlimmsten Albträume, die ich hatte. Das weiß ich noch ganz, da dachte ich, ich bin wirklich wach und es wäre echt. Und das war unser altes Haus und ich weiß noch, es war dunkel und ich wollte irgendwie ein Spielzeug, was ich von unseren Nachbarskindern oder so hatte, wollte ich zu denen zurückbringen. Dann bin ich dahin, habe geklingelt und dann habe ich das abgegeben und ich wollte halt gerade so geradeaus auf unser Haus zu und rechts dann eigentlich abbiegen und von rechts kam aber so hinter der Garage so ein Mann vor. Und der lief ganz langsam auf mich zu. Und ich hatte so Panik, ich konnte mich nicht mehr bewegen da. Das war so schlimm. Ja. Ich weiß, dass Mara hatte immer Hexenträume. Die hatte immer ich Angst auch. Vor Hexen. Ich hatte auch. Hab ich ja auch schon mal gesagt. Ja. Ich habe richtig Angst vor Hexen. Warte, jetzt weiß ich ja gerade gar nicht, was ich hier machen muss. Ah.
Radio ja. oder so? Nee, ich glaube, wir müssen ja irgendwas Komisches Ach, hier. Suchen. Radio, Musik. Hm. Ah, warte. I. Zwei, wir brauchen drei. Wir müssen drei anmachen. Und da ist auch eins. Ja, so Albträume können echt ekelig sein. Das war richtig creepy. Da ist noch ein Radio. Ach. Boah, das ist ein Radio. Ah, warte mal. Da hinten ist auch noch eins. Aber wir müssen ja nur drei anhaben. Hm. Irgendeins muss wieder aus. Das auf dem Tisch würde ich ausmachen. Was ist das denn noch? Ja, welche müssen denn jetzt aus und welche an? Mach mal das auf dem Tisch aus, das, und das links neben dir. Das. Oder die... Oh, du hast recht, keine Ahnung. Okay, das ist so ein Teufel. Ich muss diesen einen Hexentraum bestimmt schon dutzendmal erzählt haben, Eva. Welchen denn? Den erzähle ich dir gleich, wenn das hier gerade durch ist. Ja. Schere. Was ist denn dieses Geräusch? Ne? Nein, ich höre Schritte. Ja, ich höre das auch. Links ist eine Kiste auf dem Boden. Rechts weiter. Rechts weiter. Rechts, ja. Da rein? Ne, ist ein Tisch umgefallen. Geh mal weiter in den Raum rein einfach. Und guck mal links um die Ecke oder so. An der Wand, da oben der Schrank. Der? Ne. Ja, warte, ich gucke ihn mal. Nein! Oh ja. Ja, mach doch mal ihm auf. Der klopft doch ganz nett. Was? Wir müssen diese Maske finden, bestimmt. Ja, wo ist die? Und da! Ah ja. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommen so eklige Geräusche her. Nicht Augen aufmachen. Doch, macht er bestimmt. Kannst du noch zoomen? Mach ich. Und du kannst nichts mit dem machen, ne? Ja. Guck dir nochmal an. Ja, ah, wir waren noch nicht nah genug dran. Okay. Und jetzt? Hm. Oh, jetzt wurde ich hier dicht gepackt. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr raus. Okay. Müssen Hab ich jetzt eine Maske finden, wahrscheinlich. Ja, ich wurde hier eingesperrt. Ja, wir müssen ja immer... Das ist wie mein damals, als ich diesen Tinnitus hatte. Es hört erst auf, wenn du die Maske gefunden hast. Da war eine Hand links von dir! Ach, wow. Oh Gott. Jetzt kommst du raus. Ja. Ja, jetzt geht's weiter. Hä, das ist voll komisch. Kannst du bitte kurz chillen? Ich? Okay, nee. Nee, das Spiel. Oh, da war gerade irgendwas. Da war ein Tier gequietscht. Ach, hier das. Oh, das war ein Alpaka. Ja, irgendwie so gehäkelt, ne? Mhm. Guck mal durch den Spalt von weiter weg. Ist denn noch was in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sind? Ich glaube nicht. Nee? Okay. Ein Fenster? Oh nee, ist nur eine Blume. Ja, okay. Ey, da ist eine Ente oder so. Vielleicht müssen wir die Stofftiere suchen, finden. Oh, man hört so ein Kind singen oder so. Was? I was in here. Ja, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Chaos. Oh, ein Hund. Oh, was war da? Erst was? Tisch mit Stühlen, dann Hund und dann die da dran setzen. Ente, Alama haben wir schon. Uns fehlt der Teddy und dieses Schaf oder was das da ist. Ich glaube, das ist ein Affe, ne? Affe oder Teddy. Und dann muss dahinter. Und ein Fuchs. Und dann wird's rot und die essen. Alles klar. Ja, und da hinten steht so ein creepy Mann mit dicken Bauch, den wir gerade schon gesehen haben. Wo? Am Auf Bild? Auf dem Bild, ja. Ich sehe ja Kinder gar nichts. Siehst du den Bauch da nicht? Nee, welchen Bauch? Das ist doch ein Bauch Ach hier. Ach so, da. Also ich habe das gar nicht erkannt. Stimmt, mit Hemd und so, ne? Ja. Wir brauchen den Fuchs noch und den, was anderes. Was ist das?
Ein Bär. Der Kopf dreht sich. Oh Gott, ach so. Aber wir brauchen noch einen Bären, aber der ist ein bisschen groß, der Bär. Wir nehmen den jetzt. Nee, den Bär, das ist nicht der richtige Bär. Ah, das ist ein Schlüssel. Super, für irgendeine Kiste? Da müssen wir die Sachen drin. Nee, falsch. Das, da ist das. Ne? Nee, das. Hä? Ja. Cool. Und da sitzt die Ente. Gut. Ja, da haben wir noch nichts. Ah, da ist der Fuchs. Da ist der Fuchs. Und dann kommt der dicke Mann mit seinem dicken Bauch. Da habe ich richtig Bock drauf. Den Schlüssel brauchen wir bestimmt für die... Für die Tür oder so? Für die für eine Box, wo das letzte Ding steht. Ah, hier. Ich denke im anderen Zimmer. Ja, irgendwo war da was, ne? Da war doch irgendwo was. Direkt geradeaus. Denke ich, oder? Das da. Ja, right. Gut. Als hättest du es programmiert. Oh, ein Schaf. Ja, genau. Oh, ja, jetzt ist das rot. Toll. Und wir müssen es filmen. Der mit dem Bauch, den haben wir gerade schon gesehen. Das war der mit dem riesigen Mund. Boah, keine Ahnung, ey. Ich habe einfach nur Fratzen gesehen. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Mal gucken. Von weiter hinten. Der Winkel muss stimmen. Oder war das von noch weiter rechts? Nee, von rechts eher, oder? Ja. Guck dir auch sonst noch mal das Bild an. Ich glaube, es war... Okay. Alter. Das ist ja voll das Stressspiel. Ja, das stimmt. Ich finde das eigentlich auch einfach nur schrecklich. Arm. Haben die eigentlich hier mit... Oberschenkelknochen. Humerus. Guck mal, ich sauge die Anleitung auf in meinen Kopf. So. Humerus ist Oberarm, oder ja, nicht? Und, ja, das meinte ich auch. Ich habe keine Angst. Elle und Speiche. Wie heißt das dann noch auf Latein? Ulna und Radius. Ja. Ja. Oh. Weil die Arterie heißt Radialis. Genau. Weil der Daumen ist da. Jetzt müssen wir das Bild machen. Sammle ich hier gerade Leichenteile ein? Ja, ich glaube wohl. Okay. Uns fehlen die Beine noch. Oh. Die kommen da bestimmt. Oh ja. Nicht der Dicke! Achso. Hä? Musst du den jetzt auf dem Foto drauf haben? Hilfe, Eva, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Okay, ja. Ich wusste, ich konnte nichts tun. Ich hatte Angst. Ich glaube, man muss das einfach angucken, diese Sachen. Ich glaube, man darf nicht wegrennen davor. Wie gesagt, Tomke, du musst dich deine Angst stellen. Ja, genau. Alles normal. Wie in dem einen Spiel, was wir schon mal hatten mit dieser komischen Oma. Das war doch auch so. Da musste man doch auch... hatte man Angst vor Dunkelheit und man musste die ganze Zeit die Lichter ausmitlassen. Ja, nur, dass die ja noch getötet hat, ey. Ja, okay. Aber, ja, stimmt, das war das Spiel, wo Ewigkeiten nichts war. Ja, und dann auf einmal kommt so eine Oma und die dich absticht. Oh, wir sammeln gerade irgendwie Teile ein. Ja, so Puzzle, ne? Mhm. Komisch. In der Toilette bestimmt. Oh ja, Tatsache. Ich habe in den Traum halt Achso, das hat sich gedacht. Spiegel, Dinger, oder? Oh ja. Jetzt muss ich den wieder flicken. Ja. Oh. Und jetzt können wir uns angucken. Hier, guck mal, wir sehen doch genau aus. Oh, danke für dein Sub. Oh, danke schön. Wir haben das Spiel durchgespielt in dem Moment. Echt? Einfach. Ja, oder? Ja, hier steht der Titel. Ja, das war's. Wow. Okay. Ja, also es war halt düster und man hat sich erschrocken. Nee, genau. Aber ich will jetzt mal wissen, was das für ein Bibelvers ist. Ich will den mal... Kannst du den mal gucken? Ja. Was da steht? Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Ebne mir den Weg, den ich gehen soll. Weil Gott dies tut, können wir ohne Sorge unseren Weg gehen. Hm. Oh, wir können ohne Sorge unseren Weg gehen. Okay.
Ja, das war's dann wohl für heute. Also ist ja ein kurzes Spiel, aber das weiß man halt vorher auch. Wenn man sich erschrecken will, dann war's gut. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.